Ich freue mich ganz besonders über die Ausstellung von Amalia Pika, unsere 13. Zurich Art Prize Gewinnerin. Der Zurich Art Prize ist ein Engagement der Zurich Insurance Group und ist wirklich eine ganz besondere Partnerschaft, die das Haus konstruktiv zusammen mit der Zurich Insurance Group seit 13 Jahren prägt. Mit der Gewinnerin Amalia Pika konnten wir eine ganz besondere Ausstellung für das Haus konstruktiv realisieren. Die Ausstellung steht unter dem Titel Roundtable and Other Forms. Wir tauchen sozusagen schon ein mit dem Titel Roundtable, kennen wir alle von Konferenzen, gemeint sind Konferenztische, gemeint könnten aber auch ganz schlichtweg runde Tische und andere Formen sein. Das ist mehr oder weniger auch der Einstieg in die Ausstellung. Wir betreten einen Raum mit 14 Tischen, ganz normale, eigentlich von der Form her normale Bürotische, Halbkreise, Trapeze, Rechtecke. Sie sind bunt, geometrisch bemalt und man merkt bereits im Arrangement und im Setting, dass diesem Setting etwas Wechselbares anhaftet. Wir sehen auch schnell eine Filmskizze, wo man sieht, wie sich diese Formen wie in einem Spiel permanent verändern. Und das ist auch das, was Amalia Pika für diese Ausstellung entwickelt hat. Die Konferenztische werden täglich von zwei Leuten aus dem Museumsteam arrangiert, neu zusammengestellt. Sie folgen einer bestimmten Choreografie, die die Künstlerin vorgegeben hat und wo selbstverständlich auch immer ein bisschen Zufall und ein paar Unsicherheiten eine Rolle spielen. Zusätzlich zu den Tischen gibt es im Raum auch einen Sound, der eigentlich den kompletten Raum einnimmt und den man sehr schnell als klassischen Bürosound erkennt. Amalia Pika hat das ganz bewusst aufgegriffen, weil auch aus der Erfahrung heraus, dass im Lockdown, als die Menschen im Homeoffice waren, dass viele Menschen sich diesen Sound runtergeladen haben. Das ist ein Ready-Made. Und der Sound sozusagen etwas ist, was ihnen auch eine gewisse Sicherheit gibt, was Menschen etwas Vertrautes gibt. Die Arbeitsumgebung wird zumindest akustisch wiederhergestellt. Und zwei Leitern, die zusätzlich noch in der Ausstellung stehen, ermöglichen sie zu betreten und die Ausstellung sozusagen von oben zu sehen, beziehungsweise auch einen kurzen Perspektivenwechsel einzunehmen. Etwas, was wir auch angehalten sind, permanent zu machen. Man sieht also mit dieser Arbeit schon, dass Amalia Pikas Arbeiten sich in diesem Falle also um Konzerne, um Büros, um unsere Arbeitswelt, um gesellschaftliche Aspekte bewegen. Und das ist vielleicht auch kennzeichnend für Amalia Pikas Arbeiten. Es geht ihr immer weniger um bestimmte Medien. Sie verwendet die verschiedensten Medien. Es ist immer das Konzept, das im Vordergrund steht. Und das Konzept hat mit Gesellschaft zu tun, hat mit Sprache, mit Kommunikation, wie kommuniziert Gesellschaft miteinander, welche Formen gibt es auch? Gibt es vielleicht außersprachliche Formen, mit denen wir kommunizieren? Und eine weitere Arbeit, die in diesem Kontext sehr gut passt und die aus dem Jahr 2016 ist, sehen wir im Museumhaus Konstruktiv hier im ersten Stock. Die Arbeit trägt den Titel Joy in Paperworks und ist eine Arbeit, die entstanden ist, als Amalia Pika in Großbritannien um ihre Staatsbürgerschaft angesucht hat und man ihr gesagt hat, sie dürfe ein Jahr lang nicht reisen. Sie war als Künstlerin, die Arbeitswelt besteht aus vielen Reisen und um diese Staatsbürgerschaft zu erhalten, war sie angehalten, ein Jahr lang das Land nicht zu verlassen. Sie hat daraufhin ihre Freunde gebeten, ihr Stempel aus der aller Welt zu schicken. Sie hat die verschiedensten Stempel erhalten und mit diesen Stempel entstand Joy in Paperwork. Sozusagen der Rückzug der Künstlerin auf ein A4-Blatt mit den verschiedensten Stempeln gezeichnet, wenn man das so möchte. Und wir finden die wunderbarsten
Zeichnungen mit Wortlauten wie private und confidential oder paid. Man findet japanische Stempelroller, die eigentlich dazu gemacht sind, Schriften zu schwärzen, sie unsichtbar zu machen. Man findet einzelne typografische Buchstaben. Man findet also die verschiedensten Arrangements, die von sehr geometrischen Formationen bis hin zu figurativen Zeichnungen reichen. Und sie spannt hier sozusagen die Klammer der Ausstellung, eine komplette Ikonografie des Büros, hinterfragt mit, in welcher Zeit leben wir heute, verlangt die Zeit heute nicht auch einen Rückzug aus den Büros, hinein ins Homeoffice und vielleicht auch für jeden ein Stück Joy im Paperwork bei sich zu Hause.